Gratulation an Fürth. Ich will heute eigentlich nur eins sagen. Ich denke, dass nicht, dass das als Entschuldigung, im Gegenteil, aber wir kriegen die ganze Breitseite des Negativen ab. Das i-Tüpfelchen eigentlich an einer nicht so einfachen Woche war, dass heute Nacht Rangelow hohes Fieber hatte. Magenverstimmung, heute Morgen früh noch zur Notaufnahme ins Krankenhaus gebracht worden ist. Ob es überhaupt Möglichkeit besteht, ihn im Kader zu nehmen oder ob wir dann schon kurzfristig entscheiden müssen, ihn auch von der Mannschaft fernzuhalten. Dann kam er zurück, ich weiß nicht, ich glaube um 10 vor 11 und hat dann gesagt, er möchte erstmal beginnen. Und das sagt eigentlich zu der Situation Energie Cottbus alles aus. Über die das Greuther Fürth, das haben wir am Donnerstag gesagt, nicht nur aufgrund ihrer Selbstvertrauen gute Mannschaft ist, dass dann persönliche Fehler dann auch noch gleich bestraft werden.